Ja, wie funktioniert der Login bei Egology und worauf musst du wirklich achten? Es gibt hier eine Stolperfalle. Wenn du Berater bist bei Egology, dann schau dir das Video bis am Ende an, weil dann zeige ich dir genau, was du nicht machen solltest. Zuerst einmal, es gibt hier ganz einfach über die Website die Möglichkeit, sich als bestehender Kunde oder auch Partner einzuloggen. Es gibt verschiedenste Links für verschiedene Länder. Hier zum Beispiel der Link für Deutschland. Für Österreich ist ja nicht viel anders und dann natürlich auch für die Schweiz. Um sich einzuloggen, muss man den Benutzernamen und Passwort eingeben, ganz klar. Und dann kannst du auch auf Passwort vergessen klicken. Neue Kunden können sich hier über die Option Neuer Kunde registrieren. Dort kann man ein Kundenkonto anlegen und hat dann sofort den Zugriff. Es gibt aber eine ganz wichtige Sache. Und zwar als Egology-Partner solltest du niemals den Namen Egology auf Facebook, Instagram und Co. verwenden. Es gibt das sogenannte Wortmarken-Update. Das bedeutet, wenn du diese Wortmarke Egology erwähnst, dann wird deine Reichweite sofort eingeschränkt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich selbst habe im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, nicht bei Equology, aber bei einem Konkurrenzunternehmen, nur mit Facebook, ohne den Namen zu erwähnen. Ich habe hier ein eigenes Konzept und unterhalb von dem Video hier unten findest du den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe. Dort ist auch dieses Konzept drinnen, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ja, so viel zum Login bei Equology. Rocket!